würden euch jetzt gerne was erzählen. Aber. Das tun wir jetzt aber auch. Echt? Ist schon auffallend, dass die Leute gucken? Ja, weil du eine Kamera in der Hand hältst. Ach so. Das finden die seltsam, dass man sowas macht. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Guten Tag. Ja. Schönen Tag. Die Leute interessiert das voll nicht. Habt ihr schon mal ein cooles Porträt gesehen? Ich finde das gut. Das hat Nieten. Also, wie gesagt, ich stehe im Moment... Aber es rutscht immer. Wie gesagt, ich stehe auf Nieten im Moment. Und... Im Moment? Also, ihr habt noch Chancen. Gerade die Oma, die hier lang gelaufen ist, die hat auch wieder total extrem geguckt. Warum filmt die sich denn jetzt im Ganzen? Und warum zeigt die Nieten an ihrem Shirt? Was ist nur nicht in Ordnung mit ihr? Das hat sie sich jetzt gerade gedacht. Ja. Ich kann nämlich die Gedanken der Omas lesen. Doch. Ja, wir werden heute in der Tat doch sehr beobachtet. Wir sollten uns eigentlich Shirts machen mit freilaufender Spinner und YouTube-Seite, Adresse, damit die Leute wissen, ne? Was geht denn mit denen? Was geht ab? Na gut. Ja, wir gehen jetzt hier weiter und vielleicht finde ich auch noch was. Nicht, dass Jenny hier alleine am Shoppen ist. Ist doch meistens so. Die Frauen finden immer das meiste. Ich bin ja geizig. Ja, jetzt sind wir schon, wie lange unterwegs? 3 Stunden sind wir jetzt hier schon durch den Bochumer Ruhrpark am Wandern. Oh, guck mal da. Dessous. Ich glaube, wir müssen jetzt mal... Ich bin immer eben weg. Ich gehe mit. Wir waren bei Hunkemöller. Ja. Spannend war es da. Und fündig geworden. Ja. Wir müssen immer aufpassen, nicht, dass wir nachher schuld sind, dass die Leute hier irgendwo gegen eine Säule oder so laufen, weil die drehen sich immer um, während wir hier sitzen, gucken dann die ganze Zeit und laufen weiter. Aber die Kamera hier ist halt... Nachher sind wir schuld, dass hier sich jemand verletzt. Ja, das sind nicht... Apropos, ich habe mich heute verletzt. Also das war richtig heftig. Also ich habe mir so mein Knie gestoßen, dass ich wirklich dachte, es ist nicht mehr vorhanden. Also es war richtig heftig. Also das, es tut jetzt noch weh und gerade hat er mir aufs Knie gefasst. Ganz dezent natürlich. Dezent natürlich. Zack! Und dann... Oh. Ja. Ja. Jenny ist schon so ein Unfallopfer. Also wenn irgendwas im Weg steht, sie trifft es. Ja. Das ist wirklich so. Ich bin total tollpatschig. Das ist schlimm, wenn auch noch die älteren Herrschaften hier vorbeilaufen. Ja. Weißt du, die laufen wirklich wie eine Schildkröte so. Ja. Und dann die ganze Zeit. Vor allem, die gucken so auffällig. Die versuchen nicht mal, das irgendwie zu verwehren. Die laufen extra langsam, drehen sich sogar noch mal um. Also wirklich, das ist schon echt heftig. Mhm. Ja, ist amüsant. Da frage ich mich manchmal, was irgendwie peinlicher ist, ob wir jetzt hier sitzen mit der Kamera oder die wirklich so offensichtlich glotzen und sich fragen, warum wir das machen. Warum fragt sich eigentlich immer jeder, was man mit der Kamera macht? Ist doch klar, was man macht. Aber wisst ihr, was ich cool finde? Wir haben hier viel mehr Zuschauer als auf YouTube. Ja. Also hier hätten wir richtige Klickzahlen. Naja. Hier haben wir aber dann Kickzahlen. Ja, aber jetzt kommt das Beste, damit das jetzt nicht zum Mädchenshopping wird. Wir gehen jetzt nach Mediamarkt, Jungs. Filme gucken. Und Spiele. Ja. Spiele. Filme und Spiele, ja. Na gut, gehen wir mal. So, wir haben es geschafft. Der Tag hier im Ruhrpark ist überstanden. Die Läden machen jetzt dicht. Wir waren jetzt ungefähr 4 Stunden hier. Da ist ein kleiner süßer Vogel gerade gelandet. Um mal auf das wichtige Thema zu kommen. Wir waren jetzt ungefähr 4 Stunden hier und gerade natürlich auch noch im Mediamarkt. Und ich habe tatsächlich zugeschlagen. Ich habe schon länger keine Filme mehr gekauft. Ich zeige euch die gleich. Im Moment sitzen wir also hier im Café, um noch mal ein bisschen abzusacken. Ich bei einem Tässchen Cappuccino, Jenny bei? Weiße Schokolade. Obwohl sie ja seit heute Johnny heißt. Ja, natürlich. Ja. Ich bin ja auch sehr männlich. Ja, also ich habe mir ein paar Blu-rays gekauft, habe ein paar günstige. Bei Mediamarkt gab es ein paar Angebote und da habe ich einmal die... Ja, Realverfilmung von Mulan, die etwas anders erzählt wird als die Disney-Geschichte. Aber ich hatte den Film schon gesehen und fand ihn eigentlich sehr gut. Ein bisschen lang, er zog sich an einigen Stellen, aber zum Schluss hin auch richtig traurig. Also ich fand den Film sehr schön.
Ich habe den noch nicht und gesehen. Und muss mir den dann nochmal reinziehen. Jedenfalls nur 4,99 €. Werde ich auch nochmal auf Ich packe aus natürlich alle. Hey, ich habe für Ich packe aus Werbung gemacht. Mhm. Werde ich auch nochmal auf Ich packe aus die also Filme alle, mir den mit rein. Alle anschauen. Dann habe ich mir geholt für 7,90 € Total Recall. Die Neuverfilmung. Mir gefiel natürlich das Schwarzenegger-Original besser. Aber der hier ist so richtig spaßiges Popcorn-Kino mit jede Menge Kavums und natürlich Kate Beckinsale und wie heißt sie? Jessica Biel. Also macht schon Spaß. Und zum Schluss, Jenny hat mich komisch angeguckt, als ich den Film gekauft habe. Bitch Slap. Auch richtig cooler Film. Ich wollte ihn eigentlich in dem Kanister kaufen, aber naja, da hätte ich ihn auf DVD kaufen müssen. Und was für ein Kanister? Es gibt so eine Kanisterform. Da gibt es den Film in der DVD Special Edition. Sieht cool aus, so ein Metallkanister. Hm. Und auch 7,99 €. Naja. Stelle ich euch demnächst noch mal vor. Jetzt zeigt euch Jenny auch ein paar spannende Sachen. Ich habe auch was bei Mediamarkt gekauft, aber kein Film. Es gibt ja bei Mediamarkt neuerdings, ich weiß nicht, ob das neuerdings ist, aber mir ist das vorher... Ich muss der Jenny gerade mal... Grad, was fummelt der da jetzt gerade an meiner Brust rum? Habe ich gar nicht. Ja, also ich wusste das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das neuerdings ist oder ob das schon immer so war. Also mir ist das erst seit kurzem aufgefallen, dass es beim Mediamarkt auch Bücher gibt. Und da habe ich gleich mal zugeschlagen, weil ich bin nämlich ja so ein bisschen esoterisch, ne? Das wisst ihr ja auch. Ne? Und da habe ich gesehen, dass es das hier gab. Mondphasen für 3,99 €. Deswegen habe ich mir das geholt. Und ich wollte das eigentlich jetzt auch schon aufmachen. Soll ich? Wenn du das schaffst. Ja, ich wenn ihr das Zeit ja habt, dann macht Jenny das Buch jetzt auf, ja, und ich trinke mal einen Cappuccino. Ich habe das ja schon angeritzt. Falls ihr euch ja wundert, dass die Kamera immer ein bisschen wackelt oder so, sollte sie denn wackeln, die liegt auf so einer Tüte hier. Die liegt auf meiner Einkaufstüte mit meinen Klamotten. Die ich die ganze Zeit rumschleppen darf. Richtig. Ja, hier ist es. Das ist cool, ne? Ja, ein ganz dickes Buch. Für 3,99 €, deswegen habe ich das einfach genommen. Ja. Sind da Bilder drin? Oh ja. Ja, da sind Bilder drin. Ganz viel. Hier, Bilder drin. Interessiert euch jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ja, das habe ich jedenfalls gekauft. Und wird noch besser jetzt. Jetzt wird's richtig gut. Das habe ich allerdings nicht bei Mediamarkt gekauft. Also ich zeige euch jetzt nicht alles, was ich gekauft habe. Die anderen Sachen, die ich gekauft habe, zeige ich nochmal zu Hause gesondert in einem Haul. Übrigens, dein Mikrofon, was du mir gerade da dran gemacht hast, zieht total mein Oberteil nach unten. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Siehst du? Ach, das ist wieder anstrengend mit der Mode. Ja. Und ich habe noch, das habe ich aber nicht beim Mediamarkt geholt, wie gesagt, ich habe das hier geholt. Ist das nicht cool? Ich wollte schon immer mal wieder Tagebuch führen. Und das ist aber nicht für mich alleine. Das habe ich noch für jemand anderes mitgekauft. Ich sage jetzt nicht für wen. Nein, sagst du nicht? Weiß nicht, das klingt seltsam. Ich habe es auf jeden Fall nicht für mich alleine geholt. Nur. Für eine Person mit zwei Buchstaben. Ja, genau. Stimmt. Für mich und eine Person mit zwei Buchstaben. Ja. Und ich fand es richtig schön hier mit diesem... Also die Schleife hier ist aufgesetzt. Also das ist nicht gedruckt, die ist wirklich drauf. Und hier ist so ein schönes Herzchenschloss. Ja. Das fand ich toll. Und hinten sieht es so aus. Ja, voll mädchenhaft, ich weiß, aber ich musste es haben. Ich fand es irgendwie cool. Ja. Ja, es wird jetzt langsam ruhiger hier. Es gucken auch nicht mehr so viele Leute. Wir haben jetzt Schnauze voll von freilaufende Spinale. Sind nach Hause. Und wir werden jetzt an dieser Stelle auch unser kleines Shopping oder unsere kleine Shoppingtour beenden. Und gleich schön abrocken. Und gleich dann weiter, ne, nach Bochum. Total. Total. Bochum total. Aber das dann im anderen Video. Im Bermuda-Dreieck. Und daher ist jetzt an dieser Stelle unsere kleine Shoppingtour beendet. Jo. Also, die Zahnpasta, die ich mir heute auch gekauft habe, die zeige ich euch vielleicht irgendwann mal in einem anderen Video. Ich habe Handcreme geholt, die riecht so gut. Aber Zahnpasta ist viel cooler, viel männlicher. Total. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss.